Die mögliche Schließung von defizitären Fachabteilungen oder ganzen Kliniken ist unpopulär. Die Menschen haben Angst, dass sie im Notfall zu weite Wege zurücklegen müssen. Andererseits ist ein flächendeckendes Netz von Kliniken teuer. Die geringe Größe der Krankenhäuser kann auch zu Lasten der Qualität gehen. Die Politik steht deshalb vor einem Dilemma: Entscheiden zwischen Effizienz und Zugänglichkeit. Der Gesundheitsökonom Steffen Flesser hat mit seinem Team von der Universität Greifswald ein Modell entwickelt, das helfen könnte. Für die Bevölkerung eines Krankenhauseinzugsgebietes ist ein Krankenhaus absolut essentiell. Es geht tatsächlich um Leben und Tod. Von daher ist es voll verständlich, dass Patienten oder potenzielle Patienten ein Interesse daran haben, dass das Krankenhaus in einer guten Qualität erreichbar ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Kosten, die dort anfallen, an anderer Stelle in den öffentlichen Budgets auch wieder fehlen. Das heißt, wir brauchen einen Ausgleich zwischen den Kosten und der Zugänglichkeit, und dafür dient unser Modell. Zunächst steht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Dazu benutzt Steffen Flesser ein Modell der sogenannten linearen Programmierung. Als Beispiel dient die Geburtshilfe und Pädiatrie der Krankenhäuser im Kreis Vorpommern-Greifswald. Die Frage war, ob die Defizite dreier Einrichtungen durch die Konzentration auf die Fachabteilungen in einer Klinik bereinigt werden können. Alle relevanten Kosten wurden einbezogen, sodass der maximale Deckungsbeitrag berechnet werden kann. Wir schauen uns die Erlöse und die variablen Kosten an und ziehen davon alle fixen Kosten ab, um damit die Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses und eines gesamten Krankenhausverbundes abzudecken. Allerdings ist die Wirtschaftlichkeit allein ja nur eine Dimension. Deswegen gehen wir im nächsten Schritt dazu über, die Ergebnisse dieser Wirtschaftlichkeit mit einem geografischen Informationssystem auszuwerten und dann einander gegenüberzustellen, wie ist die Wirtschaftlichkeit und wie ist die Erreichbarkeit. Am Fallbeispiel wurden mehrere Szenarien für die Erreichbarkeit durchgespielt. Einmal der Ist-Zustand mit drei Einrichtungen und einmal konzentriert mit nur einer in Greifswald. Dabei flossen Informationen über die Anzahl der Einwohner, die Bevölkerungsdichte und die Qualität des Straßennetzes ein. Die dunkelgrünen Bereiche bedeuten einen Anfahrtsweg von weniger als 10 Minuten, die dunkelroten von mehr als 40 Minuten. Die reine Kostenbetrachtung sagt, dass das die bessere Lösung ist. Aber ob das auch versorgungspolitisch die beste Lösung ist, dafür brauchen wir eine politische Entscheidung. Die Fallstudie bietet eine Lösungshilfe für Kliniken auf dem Land in ganz Deutschland und hilft, die beste Entscheidung zu treffen, auch wenn sie unpopulär ist. Denn eines wird oft vergessen: Frei werdende Gelder durch die Schließung von defizitären Kliniken oder Abteilungen könnten oft viel besser für andere kommunale Aufgaben gebraucht werden, zum Beispiel für Kindergärten. Und die Gewinne aus der Konzentration auf nur eine Klinik könnten andere Fachabteilungen in einem Verbundsystem mitfinanzieren.